Schüsse! Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Just Cause 3. Ihr fragt euch vielleicht, wieso wir so komisch aussehen hier. Das dachte ich mir zuerst auch. Aber wir haben hier eine ganz spezielle Pistole aufgenommen. Und zwar hier. Diese hier. Und durch das wird dieser Kopf vergrößert. Jetzt ist die andere Frage. Wie sieht das aus, wenn ich ein Auto hier nehme? Ja. Okay. Nicht wirklich schön, ne? Eigentlich wüsste ich eher, wie das Ganze aussieht, wenn wir hier eine Szene laufen lassen würden. Das heißt, ja, jetzt eine normale Szene aufnehmen. Also Szene, Ladesequenz oder Filmsequenz oder sowas in der Art kommt. Ja, das ist ja einfach... ich dachte zuerst, das wäre ein Mod oder sowas, aber das ist anscheinend, ja. Keine Ahnung. Wurde sowas überhaupt eingebaut hier? Und vor allem, was bringt das mir schlussendlich? Ich verstehe sowieso nicht die Leute, die sowas... mit größeren Köpfen und so. Was zum Teufel ist da draußen los? Ich weiß auch nicht. Mir gerade nicht mehr angezeigt, dass ich hinfahren muss. Aber ich sehe da schon etwas. Wir haben hier eine Pistole. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Männer! Verstärkung ist unterwegs. Ah, wenn ich die... Wenn ich die treffe, werden die auch größer. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Oh. Oh, 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 oh. Bemerkt, wenn ich die jetzt treffe mit diesem Ding, dieser Pistole, dann werden die auch größer. Das bedeutet einfach, ganz einfach gesagt, ups. Ja, das bedeutet ganz einfach gesagt, die werden einfach größer, wenn ich da drauf schieße. Was passiert eigentlich mit dem? Ihr habt etwas mal gegen meine Größe. Was passiert da wohl, wenn ich meine Kollegen damit anschieße? Da kann ich wieder Dinge hacken. Hier kommen irgendwie mehr als sonst. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Oh, das wird ja lustig. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Wo ist der Hubschrauber? Wo ist der Helikopter?
Irgendwo muss doch der, sein. Ich sehe den nicht. Ziel ist überhaupt nicht auf der Flucht. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich sehe diesen blöden Hubschrauber einfach nicht. Nieder mit dem General. Es lebe das Volk. Ach, das ist auch kein Hubschrauber. Aber wo hat... Habt ihr denn einen Hubschrauber? Wie ich den rauswerfe und? Sieht man den Kopf? Nee. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Oder seht ihr den Kopf? Ich sehe den gerade nicht. Aber er hat doch gesagt, wir schicken einen Hubschrauber ins Kampfgebiet. Haben die schon. Ach, da hinten ist der Hubschrauber. Aber ich will den Panzer zuerst ausschalten. So, ich will nämlich eins wissen, und zwar wie das aussieht, wenn ich da drin bin. Ach, der Kopf schaut raus. Ach, die Gefangenen muss ich jetzt noch befreien. Hier Zentrale, alle Mann an Deck. Macht der Sache ein Ende. Es sieht einfach sowas von bescheuert aus. Aber ja. Irgendwo hatten wir doch hier noch Waffen. Einsatz von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. So, ein Gefängnis offen. Zweites ist auch offen. Sieht einfach bescheuert aus hier, aber ja. So. Okay, die Szene. Das ist aber normal. Aber wir können jetzt auf den zum Beispiel schießen. Oh. Auf den hier.
Hallo, Amigos. Gute Neuigkeiten. Ponare wurde von Rico Rodriguez und der Rebellion befreit. Falls du mich hören kannst, Rico, wir schulden dir was. Weiter so. Das sieht sowas von bescheuert aus. Anscheinend wird auch die Waffe hier gar nicht als Bedrohung genau angeschaut. Es sieht ja aus hier. Autsch. Man kann aber die treffen hier, die im Auto drin sind. Ah, das sind doch sowas von... Oh. Geht das auch bei Kühen und Schafen und so? Ist ein bisschen bescheuert, das ist ja schon. Also mehr als nur ein bisschen. Ist gerade in die Decke geflogen. Ach so, die werden zu Helium. Findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Wenn sie sterben. Ach so, die fliegen nach oben. Mal zu genügend. Genügend mal drauf schießt, dann fliegen die nach oben. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Darum Helium. Hier Zentrale, Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ah ja. So. Ah, aber der angerichtete Schaden bleibt. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Okay, das wollte ich nämlich wissen. Bitte komm, hier Zentrale. Was ist da draußen los? Bitte komm. Schmugglertour? Rico, heute muss mein Glückstag sein. Ich habe hier ein paar Vorräte für die Rebellen. Hast du kurz Zeit, sie ihnen vorbeizubringen? Es ist doch nicht weit, versprochen. Ich hoffe, dieser Übergabepunkt funktioniert diesmal wie der letzte.
Und was soll hier bitte schön sein? Hier ist ja niemand. Aber ich war besser. Das war das Rennen, das wir verkackt haben. Naja, mehr rumballern. Dankeschön für den wunderschönen Helikopter. Adios, Arschloch. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch. Kann ich auch dahin schon etwas treffen? Jawohl. Gibt's hier eigentlich noch? Ah, da. Hier. Irgendwie noch ein... Genau, da sehen wir es ja. Da. Ein Rebellenruf. Dann sollte da hinten noch ein Plakat sein. Doch, irgendwo noch ein weiteres... Ah, da. Herr, bitte unterstützt. Die Lage ist eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Ups. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Naja. Wo ist der andere Hubschrauber? Ja, müsst sie eigentlich nicht. So, Wegpunkt löschen. Wingsuit Kill. Wie ist die Lage? Bitte kommen! Heilige Scheiße! Da leben noch ein paar. So ist die Lage. So, die müssen wir hier deaktivieren. Vier gibt es von denen. Den. Ah, alle irgendwie in eine andere Richtung. Au!
Es ist ab und zu sowas von kompliziert. Glaubt ihr gar nicht. So. Ich habe früher noch viel mehr Probleme gehabt, aber irgendwann habe ich es dann rausgefunden, wie man das am besten macht. Aber ab und zu gibt es eben immer noch diese sogenannten Probleme. Ja, jetzt zum Beispiel hat voll weggeschleudert. So. Und letztes. Es soll irgendein Überwachungssystem oder sowas darstellen. Naja. Ich finde vor allem interessant, wie schnell er die Flagge wechselt hier. Ja, anscheinend werden es mehr als 2 Wochen Let's Plays, aber ja. Ich hoffe natürlich, dass ihr das auch so wollt. Kann ich nicht sagen, weil ich es definitiv nicht weiß. Und hier gibt es eine wunderschöne Werbung, die wir einreißen. Eigentlich nicht. Naja. Falls Sie in Olivio Moro wohnen, wissen Sie es vermutlich schon, aber Ihre Stadt wurde befreit. Sollten Sie einen Soldaten der DRM sehen, bitten Sie einfach einen Rebellen, ihn aus der Stadt zu jagen. Pace e Libertate. Oh, hier gibt es wieder so ein wunderschönes... Ja, Schnellreise, genau. Ich mache eine Schnellreise irgendwo hin, wo ich gerade bin. Ja. Macht voll viel Sinn. Rico, wir brauchen dieses Fahrzeug nicht mehr. Ich weiß. Wie ich das mache? Keine Ahnung. Ach, da habe ich noch gar keinen Rekord. Okay. Ja, manche Dinge habe ich gar noch nicht gemacht und manche Dinge wurden halt gar noch nicht aufgezeigt. Da nach unten. Ist das richtig? Dann fahren wir hier einfach direkt nach unten, oder? Oh. Oder auch nicht. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Hey, 800 Meter, wohin denn? Ach, das Ziel ist da. Okay. Wir wagen das auf. Genau. Oder so. Wir haben das schon selbst gemacht. Gescheitert. Das Fahrzeug wurde zerstört. Jetzt wird uns wenigstens ein Wegpunkt angezeigt. Hoch oder runter? Die Welt wird immer bunter. Oh. Wir müssen immer eine gewisse Geschwindigkeit halten. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Wir haben dich gewarnt. Genau wie sie. Oh, unser Auto explodiert jetzt und bald auch. Zu früh.
Du bist gestorben. Zu früh explodiert. Oh, schade. Gibt's noch eine andere? Er ist im Boden gefallen. Noch eine andere Strecke dahin? Wir können ja oben entlang. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Haben wir Boost? Nee, oder? Dann fahren wir mal da oben entlang. Da gibt es ja auch noch eine Straße. Oder? Nee. Anscheinend nicht. Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Ach toll. Wie man ihn jetzt im Weltraum sieht. Ach, die Typen nerven hier einfach ein bisschen. Aber kann man nicht oben durchfahren? Da, diese... diese komische Straße da. Wir versuchen es mal, aber wie kommt man da hoch? Ah, da erreicht man die Geschwindigkeit nicht, die man haben sollte. Viel zu wenig Punkte, ja. Oh, ich glaube, wir haben wieder überzogen hier. Oh, ich habe noch was freigeschaltet. Ist das ein Gebiet? Wie ist die der Obrigkeit? Moment. Bringst du zu kurzzeitig zum Raketenantrieb? Und danach explodieren sie oder was? Okay. Ja, das können wir ja mal ausprobieren. Okay. Die gehen einfach auf. Naja, liebe Leute, an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Just Cause 3. Also macht's gut und tschüss.